So, jetzt gibt's erstmal Frühstück. Ey. Back in the game, remember my name, it's Luca. Es ist wieder ein neuer Tag und wie ich sehe, regnet's wieder. Heftig. Geil, es soll die nächsten 3 Tage oder so regnen. Richtig scheiße, Mann. Hier so eine Katze. Katze! Katzenfutter! 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 Ah. Was ist das? Katzenfutter! Oh. Junge, ich geh nicht in dir! Du Wichser! Runter! Katzenfutter! So, übrigens arbeite ich auch bei der Losteria. Ich glaube, heute wird auf jeden Fall nochmal aufgeräumt. Also mein Zimmer nochmal gründlich aufgeräumt, deswegen los geht's. Und zwar ist es leider schon 18.15 Uhr. Ich dachte einfach, dass ich schneller fertig werde, aber anscheinend bin ich das nicht. Also ich habe den ganzen Tag über aufgeräumt und dann noch gegessen und so. Deswegen habe ich auch einfach nicht so viel aufgenommen. Ist ja aber auch kein Problem. Und ja, ich wollte euch einfach mal zeigen so. Also es sieht zwar noch nicht gut aus, aber so sieht das bis jetzt aus. Hier, hier. Dann hier kommt der Schreibtisch so. Ist auf jeden Fall deutlich aufgeräumter. Dann hier so ein paar Unterlagen. Hier der Schreibtisch. Zack. So, da ein paar Sachen. So, das sieht doch ordentlicher aus. Und hier ist auch alles eigentlich relativ frei. So, und dann kommen wir hier zum Bett. Hier sind zwar noch Sachen, die kommen auch noch weg, aber die sind jetzt noch da. Hatte einfach keine Lust mehr zum Aufräumen. Hier noch ein paar Sachen. So, dann das Bett. Und hier ist auch alles weg. Also das sieht auch relativ gut aus. Und ja, des Weiteren werde ich mal schauen, was ich noch aufnehmen werde. Und wenn nicht, dann sehen wir uns. Ne? Ist ja auch schon Sonntag. Hab gar keine Lust wieder auf Schule oder so. Aus dem Grund, weil man einfach zu wenig Zeit findet. Man hat einfach zu wenig Zeit. Man nutzt das Wochenende zum Aufräumen und die Woche dann für die Schule. Das ist einfach, und die Arbeit natürlich, das ist einfach zu viel. Und dann kommen noch die anderen Sachen dazu, die anderen Pflichten, aber keine Ahnung. Das muss halt so, wie es muss, ne? Ich arbeite immer noch bei der Losteria. Il vlog di Luca.